Der Glaube der Götter. So wie er eingeschlafen war, unter dem Trommelwirbel des Regens, wachte er auch am nächsten Morgen wieder auf. Nur wenig Licht drang durch die dichte Wolkenhülle, sodass es ihm unmöglich war, die Tageszeit genauer zu bestimmen. Er döste noch ein wenig in dem, fast schon zu kuscheligen, Bett, welches zum Liegenbleiben verleitete, ehe er sich nach unten begab, wo der Wirt noch schnarchend auf dem Boden lag. Zuerst überlegte er, ob er den Wirt aufwecken sollte. Doch angesichts des großen Alkoholkonsums der vergangenen Nacht würde Pan Faudestovo nur den Zorn eines Verlierers mit einem starken Kater heraufbeschwören, weshalb er sich dazu entschied, den Wirt seinen Rausch noch ein wenig ausschlafen zu lassen. Pan Faulus, anständig wie er nur einmal ist, hinterließ jedoch eine kleine Nachricht auf dem Tresen, die aus den simplen Worten bestand: Lieber Herr Wirt, ich habe das Fetttrinken und somit freie Kost und Logis gewonnen. Daher habe ich mir ein Brotlaib und einen Trinkbeutel Wasser als Proviant mitgenommen. Ich kehre heute Abend wieder. Gezeichnet Pan Faulus. Nachdem er dies kurze Schriftstück verfasst hatte, suchte er hinter dem Tresen nach dem Brotlaib und einen Trinkbeutel, den er mit Wasser füllte. Sicher hätte er auch noch mehr mitnehmen können und dürfen, aber ein bescheidenes Wesen begnügt sich mit dem, was es braucht und nicht mit dem, was es noch mehr bekommen könnte, zumal ein voller Magen auch müde macht. So verließ Pan Faulus mit einem Trinkbeutel und einer kleinen Umhängetasche, in der sich das Brot befand, die Taverne und trat in den strömenden Regen. Als er die Tavernentür hinter sich schloss, bemerkte er ein Schild, das ihm in der Dunkelheit der vorigen Nacht wohl entgangen war. Es hing etwa auf Bauchhöhe an einem Nagel und war beidseitig beschriftet, wobei auf der einen Seite geöffnet und auf der anderen geschlossen stand. Pan Faulus drehte das Schild, welches geöffnet zeigte, auf die andere Seite um und blickte dann über den scheinbaren Marktplatz. Einige Leute liefen umher und schienen an den Ständen, die offenbar sehr früh am Morgen aufgebaut worden waren, Besorgungen zu machen. Nicht viele Märkte hatte Pan Faulus bisher gesehen, doch es reichte, um eine gewisse Vorstellung davon zu haben, wie sich Menschen auf einem solchen eigentlich verhalten sollten. Berauscht durch verlockende Düfte, geblendet durch Vielfalt und Variation der Waren und betört durch ausgerufene Scheinversprechen der Händler, die ihre Waren so sehr priesen, als wären sie von den Göttern selbst als Gabe auf Eru dargebracht worden, gingen die Marktbesucher mehr Einkäufen nach, als sie eigentlich beabsichtigt hatten und vergaßen dabei stets ihre Sorgen und Nöte, während sie manchmal sogar stundenlang an einem Platz innehielten, um einem zufällig wiederbegegneten, fast vergessenen Freund alles zu erzählen, was ihm bis dato widerfahren war. Es schien fast so, als hätten die Märkte ein eigenes Mana, das ihnen innewohnte und die Besucher in eine Parallelwelt entführte. Doch nicht dieser Markt. Dieser Markt war ein Schatten seiner selbst. Langsam und mit gesenktem Blick schlenderten die Gestalten, die zwar von äußeren Menschen glichen, von ihnen jedoch keinerlei Menschlichkeit ausstrahlten, durch die Passagen, die durch die aneinandergereihten Stände gebildet wurden, und schienen ziellos umherzuirren. Obwohl sie sich gezielt einem bestimmten Stand näherten, während die klitschnassen Lumpen, welche sie selbst Kleider nannten und die an ihnen fast zerfetzt hinunterhingen, im Regengrau verschwammen. Auch die Stände waren eher zweckmäßige Gerüste als Stände. Kein Glanz ging von ihnen aus, kein Schmuck bot sich da und kein gräbemattes Schild rief aus: Der beste Fisch für Sie, so frisch, dass er Ihnen direkt in die Einkaufstasche hüpft. Hätten Zombies Bedarf an Nahrung und hätten sie einen Hang zur Marktwirtschaft entwickelt, dann hätte so ihr Markt ausgesehen. Doch dies waren normale Menschen, keine Wiedergänger oder ähnliches. Doch fehlte ihnen das, was sie von Zombies bis auf eine funktionierende Physiologie unterschied: die innewohnende Menschlichkeit. Gefühllos, nur zweckmäßig, machten sie anstaltslos ihre Einkäufe bei den Verkäufern, die auch nur ihre zugewiesene Aufgabe erfüllten. Das Treiben ähnelte einem Uhrwerk. Ein Rad griff in das andere, ohne je darüber nachgedacht zu haben, warum es dies tut, mit der traurigen Perfektion einer Maschinerie, die einen reinen Ablauf verfolgte, ohne je an Abweichungen zu denken. Oder ohne überhaupt nachzudenken. Wie sollte Pan Faulus diesen Menschen nur helfen? Um dies herauszufinden, sprach er eine kleine, ältere Dame an, die an ihm vorbeihumpeln wollte. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Moment Zeit? Ich bin beschäftigt, tönt die Alte garstig zurück und ließ den Faun stehen. Ich hätte eine kleine Frage. Vielleicht können Sie mir helfen? Wandte sich Pan Faulus an einen Verkäufer, der in der Nähe des Gasthofs seinen Stand aufgebaut hatte und Backwerk anbot. Wollen Sie was kaufen? Fragte der Mann routiniert. Nein, nein. Winkte Pan Faulus mit seiner Hand ab, ehe er hinzufügte.
Ich hörte, dass der ständige Regen euch betrübt macht. Ich möchte euch helfen, dieses Problem zu lösen. Sagt mir doch also bitte, was wollt ihr? Umsatz machen, was sonst? Denkt ihr, ich stehe hier, weil mir langweilig ist? Antwortete der Verkäufer unfreundlich. Ich habe kein Geld. Stand Pan Faulus nüchtern. Dann schiebt ab, ihr blockiert meinen Stand. Erwiderte der Mann fies. Habt ihr schon gewusst, dass ein freundlicher Umgang mit dem Kunden förderlich für euren Umsatz ist? Mahnte Pan Faulus indirekt und erntete sogleich eine unangenehme Reaktion, in der der Händler sprach. Und habt ihr gewusst, dass Schweigen von mittellosen Kunden Deformationen im Gesicht vorbeugt? Pan Faulus verstand nun erst den Ernst des Problems und trat etwas verärgert vom Stand weg. Sicher, hätte den unfreundlichen Verkäufer im Kampf mit Leichtigkeit bezwungen. Doch da alle Menschen hier so waren, konnte dies nicht die Lösung sein. Er verließ den Markt und begab sich zu dem Wassergraben, der das Dorf umschloss und so Dorf vom Gebirge trennte. Er sinnierte darüber, ob er mittels Magie das Gebirge teilweise wegreißen sollte und so die klimatischen Bedingungen ändern sollte. Doch er verwarf diesen Gedanken. Ein solch massiver Eingriff in die Natur war nicht rechtens, vor allem nicht für den Sohn der Gaira. Also musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Während er darüber nachdachte, was dem Markt an sich fehlte und was vielleicht die Freude der Menschen wieder bei diesem wecken könnte, kam er auf eine andere Idee. Eine kleine, partielle Sonne. So winzig und schwach, dass sie in ein Haus untergebracht werden konnte, zu dem jeder in gewissen Abständen und für einen kleinen Obolus Zutritt hatte. Natürlich konnte es keine Sonne in dem eigentlichen Sinne sein, eher eine warme Lichtquelle, die Wärme und Licht spendete. Und mit dieser Idee fiel ihm direkt ein, was einen guten Markt noch ausmachte. Unterhaltung und Gaukelei. Sie lenkte die Menschen ab und amüsierte sie, und so vergaßen sie auch ihre Sorgen. Pan Faulus war von dieser Idee so inspiriert, dass er sofort Luna rief und, nachdem er sie sanft gestreichelt hatte, zu ihr sprach. Luna, ich habe eine Idee. Dazu brauche ich wieder deine Hilfe. Lass uns gemeinsam die Inseln in dieser Gegend nach Gaukler absuchen und sie hierher bringen. Und wir benötigen auch noch einen Druiden. Irgendwo in der Nähe muss es eine Insel namens Gaukopolis geben. Dort leben vielerlei Künstler und auch einige Magier. Ich denke, da könnten wir fündig werden. Mit diesen Worten begab er sich auf Luna und gemeinsam flogen sie hinauf durch die verregneten Wolken. Bald schon hatten sie das permanente Schlechtwettergebiet verlassen und genossen die strahlende Sonne am Himmel, welche allmählich die beiden durchnässten Gefährten trocknete. Es dauerte auch nicht lange, ehe Pan Faulus Gaukopolis ausgemacht hatte, während Luna ihre Kreise um Melancholia vergrößerte. Allerdings war es auch nicht schwer, Gaukopolis zu erkennen. Es war wahrlich kunterbunt und schien ständig im Nachen- und Karnevalsfieber zu sein. Die Trommeln und Pfeifenklänge von fröhlichen Märschen hallten weit über das Meer und die bunt verkleideten Wesen, denn nicht nur Menschen feierten gerne, inmitten einer Schar von Gauklern in ihren fröhlichen Farben, zogen das Augenmerk auf sich. Hinzu kamen die übertriebenen, recht kitschigen Gebäude, die an Süßigkeiten erinnerten. Sogar das Rathaus, welches wohl das seriöseste Gebäude einer Stadt darstellte, glich einer überdimensionalen Waffe mit Schokolade obendrauf. Wen wunderte es da, dass aus der Rathausohr, welche wie ein weiß-rotes Lutschbonbon anmutete, allstündlich zwei kleine Lebkuchenmenschen herausgefahren kamen, um sich gegenseitig anzuknabbern. Und dieses makabre Ohrenspiel war nur eine der Verrücktheiten, welche die Stadt bot. Verständlich hingegen war es, dass sich die Stadt so schnell einiges an Berühmtheit und einen hohen touristischen Wert erarbeitet hatte. Dafür mangelte es jedoch an Einwohnern, da dies Ort mit derlei Verrücktheiten geradezu gespickt war, dass ein normales Leben schier unmöglich wurde. Aber dieser Ort war definitiv ideal für Pan Faulus Suche, denn wo sonst könnte man besser Gaukler auftreiben, als in einer Stadt, die selbst so verrückt war, dass sie fast wie eine Gaukler-Produktionsapparatur zu funktionieren schien. Pan Faulus wies seine treue Motte zur Landung an. Als sie gelandet war, sprach Pan Faulus: Luna, warte bitte hier. Ich werde wohl nicht lange brauchen, um einen Gaukler zu finden. Und sicher wird einer der Gaukelmagier auch nur zu Unrecht der Gaukelei beschuldigt. Mit diesen Worten drehte er seiner treuen Begleiterin, die am Strand, an dem sie gelandet war, auf ihn wartete, den Rücken zu und näherte sich der Marschmusik. Es war nicht einmal 10 Minuten Marsch nötig, um die erste Straße der verrückten Stadt zu erreichen.
Wie alle Straßen von Gaugopolis war sie von Massen von Wesen in den erdenklichsten Kostümen hoffnungslos überfüllt und von Reizen geflutet. Nur Feen in Kostümen, die mehr zeigten als Verwagen, die in der Luft umherflogen, kamen gut voran und hatten einen guten Überblick über alles. Doch ihre freizügige Kleidung täuschte über ihre Amtsmacht hinweg. Als eine der wenigen zivilisierten Flugspezies auf Eru waren sie hier sehr begehrt und stellten das dar, was bei uns die Polizei ist, in Gaugopolis aber spielerisch die Sünderin genannt wird. Als wenn die Straßen nicht genug überfüllt wären, wurden von den Dächern auch immer Papierschnipsel geworfen, die so eine Art unnatürlichen Niederschlag glichen. Doch etwas Gutes hat es auch für Panfaulis. Die zahlreichen Gocklergruppen hatten Podeste in der Masse zugeteilt bekommen, von denen aus sie jeder sehen konnte. So auch Panfaulis, der in einiger Entfernung eine Gruppe entdeckte, die offenbar nicht nur besonders lustig war, da sie lautes Gelächter erntete, sondern auch vielseitig begabt schien, was dem Applaus zu entnehmen war. Er drängelte sich also durch die Massen hindurch, bis er endlich an dem Podest war, doch genau in diesem Moment verabschiedeten sie sich gerade und verließen das Podest und gingen in ein angrenzendes Haus. Bis zu diesem drängte sich der Faun vor und fand eine unbewachte Türe. Anfangs verblüffte ihn dies, da man normalerweise nie hinter die Bühne durfte, doch schnell wurde ihm klar, dass in einer Stadt, wo im Prinzip alle mehr oder weniger Gaukler waren, diese nichts mehr Besonderes darstellten. Aus reiner Gewohnheit klopfte er durch den Lärm unhörbar an und trat ein, wo er die Gruppe der über 20 Artisten vorfand, wie sie gerade ihre verschwitzten Kleider wechselten und sprach zu der überrascht wirkenden Gruppe: Verzeiht die Störung, aber ich bin auf der Suche nach Talenten, die sehr amüsant sind. Ich habe eure Show gesehen und bin offen gestanden beeindruckt. Die Gaukler schauten sich an und dann stand ein langer, schmaler Mann, der eine Nackenkappe trug, vom Boden auf und sprach, da offenbar der Anführer war: Ihr seid also ein Talentsucher? Endlich haben die Götter also unser Flehen erhört. Nun, ich suche tatsächlich nach Talenten. Mir ist aufgefallen, dass eure Tricks sehr ausgefeilt sind und obwohl ich einen guten Sachverstand zu haben glaube, kann ich mir doch nicht alles erklären. Es ist für mich übersinnlich, lobte Panfaulis. Das ist wohl mein Werk, sprach ein älterer Mann, der offenbar immer nur hinter der Bühne tätig war. Schon sein grüner, verdreckter Umhang und sein weißer, langer Bart wiesen darauf hin, dass er ein Druide war. Der Anführer gesellte sich zu ihm, legte kameradschaftlich den Arm um ihn und sprach zu Panfaulis: Tja, da hat Opa wohl recht. Seine Magie hilft unsere Tricks nach ausgefeilter wirken zu lassen und ermöglicht uns Sachen, die anderen Gauklern verschlossen bleiben. Aber es ist natürlich noch immer Gauklerei. Ihr seid genau das, wonach ich suche. Ich möchte euch gerne engagieren, erwiderte Panfaulis mit einem zufriedenen Lächeln. Das hört man gerne. Unsere Gage ist allerdings nicht ganz ohne. Immerhin sind wir sehr zahlreich und begabt, erwiderte der Anführer freundlich und erntete sogleich ein abweisendes Abwinken von Panfaulis, welcher eilig sprach: Ich werde euch nicht bezahlen. Euer Publikum wird dies tun. Solltet ihr es zum Lachen bringen. Denn das Volk, von dem ich spreche, dürstet nach Lachen. Man kann gut von einem kulturellen Dürregebiet reden. Die Künstler runzelten verwirrt mit der Stirn, ehe sie sich in einen kleinen Kreis begaben, um über das Angebot tuscheln zu beraten. Nach einigen getuschelten Sekunden löste sich der Kreis wieder auf und der Anführer trat hervor, stellte sich vor Panfaulis und sprach: Einverstanden, unter der Bedingung, dass ihr, falls wir nicht genügend annehmen sollten, uns wieder hierher zurückbringt. Einverstanden, stimmte Panfaulis mit einem Handschlag zu und fügte an: Dann folgt mir, ich werde euch hinbringen. So verließ Panfaulis samt den Gauklern das Gebäude und die Gruppe drängte sich durch die tanzenden und witzelnden Massen hindurch, bis sie die wartende Luna erreichten. Als die Gaukler die große Motte sahen, blieben sie zuerst vor Schreck stehen und fürchteten, dass das Wesen sie angreifen könnte. Doch schnell bekam der Sohn der Gaira die Situation unter Kontrolle, indem er sprach: Keine Angst, sie ist ganz lieb und gehört zu mir. Um dies sogleich zu beweisen, trat er zu ihr und kraulte sie an der Unterseite des Kopfes, woraufhin sie frisch Fuck you ausrief und Panfaulis noch einmal bestätigte: Wie ihr seht, sie ist eine ganz liebe, nicht wahr?
fragte er Luna spielerisch und kraulte sie erneut. Sollen wir etwa auf dieser Matte reisen? Hakte einer der Gaukler verängstigt nach. Pamphaulus wandte sich wieder der Gruppe von Gauklern zu und antwortete gelassen: Keine Angst, es ist ganz sicher. Ich habe schon einige Flüge auf ihr hinter mir und hatte auch schon Gäste dabei. Sie ist zuverlässiger als alles andere, was ich kenne. Wir werden es so machen, dass ich immer drei von euch mitnehme und euch so nach und nach zu unserem Zielort Melanconia transportieren werde. Wundert euch bitte nicht über den anhaltenden Regen. Er ist dort stets präsent und endet nie. Mit diesen Worten deutete er auf Luna, gleich einen Kutscher, der den Gästen seinen Dienst darbot und sich posierend vor die Kutsche stellte und die Tür offen hielt. Und der Anführer sowie zwei weitere Gaukler fassten den Mut und setzten sich auf Luna, die dies gerne duldete, weil sie wusste, dass Pamphaulus ihr nie etwas Schlimmes zufügen würde. Als die Passagiere aufgesessen hatten, gesellte sich Pamphaulus zu ihnen und schickte Luna in die Lüfte, wo sie schnell Melanconia erreichten. Dort angekommen, setzten sie die Gaukler ab und flogen zurück, um die nächsten zu holen. Diesen Vorgang wiederholten sie so lange, bis endlich alle Gaukler in Melanconia angekommen waren. Und nachdem Pamphaulus mit einer herzlichen Umarmung Luna verabschiedet hatte, da er sie nicht im Regen warten lassen wollte, sprach er zu seiner engagierten Gruppe: So, da wären wir. Dies ist das traurige Melanconia. Ich werde euch nun zu dem Marktplatz bringen, wo ihr eure Show aufführen könnt. Am Ende solltet ihr einfach erwähnen, dass ihr auch von etwas leben müsst und nur eine kleine Gabe bitten. Sicher werdet ihr die Lacher und damit auch das Klingen der Münzen auf eurer Seite haben. Mit diesen Worten führte er die Gaukler auf den Marktplatz, auf dem immer noch ein stagniertes Treiben herrschte. Die Gaukler bereiteten sich mit ihrer Schminke und mit ihren Utensilien, die sie in Rucksäcken mit sich transportierten, auf ihre Nummer vor und sprachen sich einander ab, während Pamphaulus sich in einigen Meter Entfernung vor den Gauklern stellte und interessiert zu ihm blickte. Der Anführer bemerkte, dass er erst die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen musste und rief daher einen Marktschrei gleich einige ankündigende Sätze aus. Höret her, höret her, von weit gereist kommen wir zu euch her. Die Gaukler von Lachenscheid sind nun gleich bereit, euch zu vertreiben euer Leid, oder war es gar die Zeit? Seht sie euch an, mein treuen Kumpan, ein Bild von einem Entertainer, faul, betrunken, stinkend, kurz die Schande der Schöpfung. Ein anderer trat mit zu ihm vor, blickte in das Publikum, das bereits drei Leute fasste, und sprach dann zu den Anführer: Schöpfung? Schufen die Götter uns nicht nach ihrem Bilde? Na, als sie dich geschaffen haben, müssen sie wohl sehr berauscht gewesen sein. Was? Was meinst du denn damit? Fragte der Anführer spielerisch, wie eine Diva. Na, schau dich doch an. Sollst du das Bild eines idealen Menschen sein? Ein Mensch läuft mit den Füßen, riecht mit der Nase, das Mundwerk arbeitet stetig und, sind wir mal ehrlich, aus den Hintern kommt die Scheiße raus. Bei dir ist das doch genau umgekehrt. Bei dir riechen die Füße, läuft die Nase, der Hintern arbeitet den ganzen Tag und sobald du den Mund aufmachst, kommt dabei nur Scheiße raus. Mit diesem dreisten Prolog hatten sie bereits die ersten Lacher auf sich. Und es gesellten sich, durch das wohltuende Gelächter angelockt, einige Leute mehr hinzu, sodass es nun bereits sieben an der Zahl waren. Die Gaukler führten die Nummer fort, indem der gekränkte Anführer zwischen dem Publikum und den anderen Gaukler schnell seinen Kopf hin und her drehte, so als wäre er gerade blamiert und damit erzürnt worden, und sprach dann im hohen Ton: Soll ich Ihnen dies durchgehen lassen? Und blickte mit gespreizten Armen das Publikum an. Dieses reagierte nicht. Und daher sprach der Anführer etwas leiser und im normalen Tonfall: Sich so etwas bieten zu lassen, darf man ja nicht zulassen. Das ist so selbstverständlich, dass hier natürlich keiner Ja schreit. Wobei er das Ja sehr betonte und dann sich gegenüber seines Gauklerkameraden positionierte und zu ihm sprach: Dir mache ich Feuer unter dem Hintern. So wie dein Hintern arbeitet, wundert es mich, dass er nicht Feuer fängt. Wobei er sich zu dem Publikum drehte und hinzufügte: Es ist echt gespenstisch, was dabei alles zutage kommt. Woraufhin wieder ein Lachen durch die Reihen ging,
Das zahle ich dir heim! Rief der Anführer gespielt, trat einen Schritt zu seinem Rucksack und holte drei Fackeln heraus. Er zündete die erste an und warf sie zu seinen Kollegen, der sie gelassen fing. Na mal sehen, wie du mit einer weiteren Fackel auskommst. Na, das werden wir gleich sehen. Verteidigte sich der andere gelassen. Der Anführer zündete die zweite Fackel an und warf sie auf seinen Kollegen, der diese fing. Ich habe aber noch eine dritte. Rief der Anführer erfreut, zündete die dritte Fackel an und fragte dann: Gibst du auf? Nein, antwortete der andere. Dann nimm dies, sprach der Anführer und warf die dritte Fackel ihm zu, während er die Fackel in seiner linken Hand zu ihm zurückwarf. Erneut warf der Anführer die Fackel zu und wieder erhielt er einen Austausch durch einen Wurf. Das machten die beiden immer schneller, sodass sie die Fackeln letztendlich immer hin und her jonglierten. Nachdem sie eine Weile jongliert hatten, rief der Anführer: Was soll denn das? Na warte, ich schalte jetzt auf Zeitlupe! Dies war das Stichwort für den Druiden in der Runde, der bereits vorbereitend einen kleinen Kreis mit Kreide gemalt und Symbole in diesen eingezeichnet hatte. Das Ritual erforderte nur wenig Mana, weshalb er in Windeseile fertig war und der Zauber wirkte, indem die Fackeln sich in Zeitlupe bewegten, wodurch die zwei Gaukler weitaus mehr Zeit hatten, diese zu fangen. Die beiden begannen sich im Kreis zu jagen und immer, wenn sie eine halbe Runde absolviert hatten, waren die Fackeln gerade so weit gefallen, dass sie kurzerhand wieder in die Luft werfen konnten. Das langsame Flackern der Fackeln wirkte weniger wie ein bedrohliches Feuer als eine anmutende, mystische Kraft. Drei Runden später sammelten sie die Fackeln fast beiläufig aus der Luft und warfen sie weit nach oben, wo sie, durch den Druiden der Gruppe mit Mana dazu manipuliert, ihr Feuer langsam in die Luft abgaben, welches dann ein kleinen, bunten Feuerwerk explodierte, während die Fackelstiele unversehrt zu Boden fielen, wo die Gaukler sie fingen. Das Publikum schrie vor Begeisterung auf, und der Anführer sprach, während er sich mit seinen Kollegen verbeugte: Um den Künstler seine Wertschätzung zu bekunden, war es jeher Brauch, ihn mit einem scheppernden Applaus zu huldigen. Das Publikum verstand den Wink und applaudierte energisch. Zu Pamphaudes Freude, da er endlich Wärme und ein Lächeln auf den bis dato fast tot wirkenden Gesichtern der Bewohner bemerkte. Nach einigen Verbeugungen und Applaus fügte der Anführer der Gaukler hinzu: Und wie Sie alle wissen, ist das Klappern des Applauses das Brot eines Künstlers. Ehe er eilig und mit witzelnder Stimme sowie einem breiten Grinsen hinzufügte, während sein Kollege einen Hut mit dem Hutdeckel voran auf den Boden stellte, ergänzte: Das ist natürlich totaler Unfug. Nicht das Klappern des Applauses, sondern das Klingeln der Münzen ist der bare Lohn. Daher möchten wir Sie um eine milde Gabe bitten. Suchen Sie in Ihren Taschen oder auch gerne in den des Nachbarn nach einigen überzähligen Münzen und werfen Sie diese in den bereitgestellten Hut. Sollten genügend Münzen den Weg in diese Kopfbelegung finden, so werden wir sie gerne in einigen Stunden oder auch erst morgen, das müssen wir noch klären, mit weiteren Vorstellungen beehren. Angetrieben von diesem Versprechen und dem Wunsch nach Vergnügen, traten die Leute zu dem Hut vor und warfen bereitwillig einige Münzen in den Hut, der sich bis zur Hälfte füllte. Nachdem die Gaukler den Hut eingesammelt und sich die Marktbesucher zurückgezogen hatten, trat Pamphaudes zu seinen engagierten Künstlern, die sich auch durch den Regen nicht stören ließen. Als der Anführer Pamphaudes erblickte, trat er sogleich freudig zu diesen hin, klopfte ihn kameradschaftlich auf die Schulter und sprach: Ein echt spendables Publikum. Da lohnt sich der Aufwand. Freut mich, dass ihr es so seht. Also, wollt ihr hierbleiben und die Leute mit euren Künsten erfreuen? Erkundigte sich Pamphaudes. Auf jeden Fall. Auch wenn das Wetter mehr als schlecht ist. Hier gibt es doch bestimmt auch einige tüchtige Bauarbeiter, die uns ein bescheidenes Häuschen zimmern können, sobald wir genügend Geld haben. Fragte der Anführer. Das ist ziemlich sicher. Und selbst wenn nicht, wer Geld hat, der vermag Leute schnell zu überzeugen. Aber bis dahin könnt ihr erst einmal in den Gasthof unterkommen. Die Betten reichen zwar nicht für euch alle aus, aber sicher wird der Wirt euch für eine geringe Gebühr in den zugehörigen großen Stall schlafen lassen. Er scheint mir ohnehin nicht genutzt zu werden.
erläuterte Pamphaulus. Das klingt doch annehmbar. Dann sollten wir uns sogleich dorthin begeben, sprach der Anführer und rief seine Leute zusammen, damit sie Pamphaulus in den Gasthof folgen konnten. Der Wirt war endlich wach gewesen und stand hinter dem Tresen. Seiner grimmigen Miene und den halbgeschlossenen Augen konnte man entnehmen, dass er wohl sehr mit einem Kater zu kämpfen hatte. Und der Anblick von Pamphaulus, der ihn so listreich besiegt hatte, besserte seine Laune nicht im geringsten. Als er aber sah, welch große Masse an Gästen der Frau mit sich führte, zauberte sich langsam ein Lächeln auf seine Lippen, da er einen guten Umsatz verspürte. Herr Wirt, seid nicht verärgert, dass ihr verloren habt und ich nun unentgeltlich bei euch nächtigen darf. Ich habe euch dafür eine ganze Schar lustiger Gaukler mitgebracht, die vorübergehend bei euch einziehen würden, sprach Pamphaulus, als er sich mit seinen zahlreichen Gästen setzte. So viele kriege ich aber nicht bei mir unter, gab der Wirt ehrlich zu und hoffte inständig, dass der clevere Faun auch bereits dafür eine Lösung hatte. Diese ließ nicht lange auf sich warten, da Pamphaulus sogleich entgegnete: Daran soll es nicht scheitern. Sie würden sich auch mit eurem Stall begnügen, solange sie nur Schutz vor dem Regen haben. Was meint ihr dazu? Das breite, freudige Grinsen des Wirts, das durch ein langsames Nicken noch bestärkt wurde, sagte alles. Weshalb Pamphaulus zu den lauschenden Gauklern verkündete: So, das wäre also geregelt. Über die Feinheiten wie Voll- oder Halbpension sowie über den Preis werdet ihr euch hier alleine einigen können, sprach der Sohn der Gaira in die Runde, er sich dem Wirt zuwandte und rief: Wie wäre es mit einer Runde Bier für meine Gäste zur Feier des Tages? Kommt sofort, sprach der Wirt und begann sogleich fröhlich die Maßkrüge zu füllen und sie nach und nach an den Gästen zu verteilen. Währenddessen unterhielten sich die Gaukler freudig und der Anführer, der mit Pamphaulus an einem Tisch saß, sprach gerührt zu diesem: Wie können wir euch nur danken? Ihr habt uns eine lukrative Arbeit verschafft. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir Speise und Obdach haben. Und ihr habt uns ein Publikum beschert, das sich regelrecht nach unseren Eigenheiten verzehrt. Wenn wir etwas für euch tun können, so sagt es mir. In der Tat gibt es etwas, worum ich euch bitten möchte, gestand Pamphaulus ehrlich und fügte hinzu: Ich benötige die Dienste eures Druiden. Ich möchte, dass er mir dabei hilft, eine Sonnenhütte zu betreiben. Was? So sagt guter Faun, ist eine Sonnenhütte, erkundigte sich der Anführer verblüfft. Ich werde es euch erzählen. Holt aber bitte zuerst euren Druiden her. Dann muss ich es nur einmal erklären, erwiderte Pamphaulus. Dies kam dem Anführer logisch vor, weshalb er sofort nach seinem Druiden rief, welcher sich zum Anführer und Pamphaulus gesellte, während der Wirt die drei mit einem Maßkrug Bier versorgte. Pamphaulus wollte den Bierkrug nicht, da schob er ihn dem Anführer zu und erklärte sogleich: Für euch. Ich habe hier freie Kost und Logis und kann daher zu jeder Zeit einen neuen für mich bestellen. Aber zurück zu der Sonnenhütte. Er wandte sich dem Druiden zu. Ich habe eine Bitte an euch. Ich möchte, dass ihr eine Erfindung von mir ausprobiert. Es handelt sich um eine Hütte, in der eine Verzauberung aktiv sein soll, die dazu führt, dass eine Art kleine Sonne beständig strahlt. Gegen ein geringes Entgelt sollen die Leute diese Hütte für einige Minuten oder Stunden, je nachdem wie viel sie bezahlt haben, betreten können und wortwörtlich Sonne tanken, damit sie dem ewigen Regen endlich einmal entgehen können. Denkt ihr, ihr seid dazu imstande? Wisst ihr, für meine Magie muss ich spezielle Runen aufzeichnen. Aber für etwas derartiges glaube ich keine zu kennen, sprach der alte Druide trocken und entschuldigend. Daran soll es nicht scheitern, erwiderte Pamphaulus und fügte hinzu: Ich bin selbst Druide und werde euch die Beschwörung mitsamt der Rune überlassen. Wenn ihr mir nur versprecht, dass ihr immer dafür sorgen werdet, dass die Hütte immer für einige Stunden an jeden Tag für die Leute zugänglich sein wird. Ich würde es ja selbst tun, aber mir fehlt dazu die Zeit. Der Druide schaute nachdenklich nach unten, er wieder seinen Kopf hob und lächelnd sprach: Ihr seid sehr großzügig, aber was wird mit den Gauklern? Sie brauchen mich. Wird diese Verzauberung nicht eine Menge Mana verbrauchen? Da habt ihr recht. Aber ihr könnt ja ab und an Ruhezeiten einlegen.
Ich habe mir so gedacht, dass ihr vormittags und nachmittags je 3 Stunden die Sonnenhütte in Betrieb haltet. Dazwischen könnt ihr eure Gauklergruppe unterstützen, sofern diese damit einverstanden sind. Erwidert Pamphaudus, während sich der Druide mit fragendem Blick dem Anführer der Gaukler zuwandte, welcher sogleich mit einem fröhlichen Nicken zustimmend sprach. Na klar, das reicht vollkommen. Gut, dann bitte ich euch, euch zu erkundigen, ob irgendwo eine Hütte frei ist. Sprach Pamphaudus zu dem Anführer. Er wandte sich zu den Druiden um und sprach zu diesem: Euch werde ich nun die Rune lehren. Bitte begleitet mich auf den Abort, wo uns keiner sehen kann. Etwas verwundert gehorchte der Druide und folgte Pamphaudus, vorbei am Tresen, zum Abort. Verwundert blickte der Wirt rein, als er sah, dass sie zu zweit dorthin ging. Doch da er um die Cleverness des Fauns wusste, behielt er sich jegliche Kritik vor und füllte die nächsten Maßkrüge für seine Gäste. In dem kleinen Abort angekommen, der im Prinzip ein 2x2 Meter großer Raum war, in dessen Zentrum eine Toilette mit Handspülung stand, war weder sonderlich imposant noch groß. Dennoch begann Pamphaudus mit seiner Sichel in die Holzdielen einen Kreis mit Runen zu ziehen. Im Zentrum befand sich die Toilette. Die Runen bestanden in der Regel aus Sonnen, doch ein Mondkalender gleich schien sie als Kreis ohne Strahlen anzufangen und von Rune zu Rune einige dazu zu gewinnen, bis sie schließlich nach 12 Runen vollzählig war. Kaum hatte der Faun die Runen gemalt, flüsterte er den Druiden leise das Zauberwort Helios für die Beschwörung zu, welches er, ebenso wie den Kreis mit den Runen, in ein kleines Buch, wobei dies noch ein sehr schönes Wort für die losen, teilweise ausgefransten Seiten war, die mittels eines Wurstfadens provisorisch zusammengebunden waren, schrieb. Offenbar war dies die kleine, persönliche Zauberfibel des Druiden. Daraufhin setzte sich der Sohn der Gaira auf die Keramikschüssel und meditierte. Seine Zauberkünste beeindruckten dabei den Druiden, als er sah, wie sich das Mana in nicht einmal einer Minute vollständig in den Rillen sammelte und die Runen füllte. Auch von außen bemerkten die ersten Gäste, welche beobachten konnten, wie sich Mana, welches eigentlich so fein in der Luft verteilt ist, dass man es nicht sehen kann, an der Türschwelle zum Abort zu einem flüchtigen Nebel zusammenlagerte und durch den Spalt an der Türunterseite in den Raum eindrang. Wie das Mana sich vollständig gesammelt hatte und so die Aufmerksamkeit aller Gäste auf den Abort gezogen hatte, wendete Pamphaudus die Verzauberung mit dem magischen Wort, welches er leicht flüsterte, und mit dem sich das Mana entleerte, um sich in der Toilette als eine kleine, etwa faustgroße Lichtkugel zu sammeln. Ihr heller Strahlen war so stark, dass er nur mit Mühe direkt hineinsehen konnte, als der Faun aufstand. Das gleißende Licht drang durch den Türspalt nach draußen und ließ die Gäste sich verwundert anschauen. Manche fragten sich bereits, ob das Bier vielleicht nicht gut war oder ob es gar so stark war, dass sie nach nicht einmal ein Maß bereits Dinge sahen, die nicht sein konnten, obwohl, ihrer Erfahrung nach, dieses Phänomen erst ab 3 Maß aufwärts auftrat. Der Druide sprach: Wie hell das ist! Das hätte ich anfangs gar nicht vermutet, als er nur auf der Toilette saß. Ziemlich mächtig ist das geworden, da habt ihr recht. Es ist so grell, dass ich nicht einmal hinschauen kann. Erwidert Pamphaudus unwissend, dass die Leute im Gasthof, welche vermuteten, dass der Faun ein Geschäft gemacht hatte, bestürzt und verwundert alles mit anhörten. War es schon immer so hell? Erkundigte sich der Druide, ehe Pamphaudus antwortete: So hell habe ich es auch noch nie erlebt. Ich scheine langsam geübter darin zu werden. Ich denke, ich kann das auch, nun wo ihr mir gezeigt habt, wie es geht. Aber meines wird wohl kaum so stark werden wie das eure. Wann wird es denn zu leuchten aufhören? Ich komme von der Hitze, die es wirft bald um. Während der Druide dies fragte, kamen einige Besucher das Essen wieder hoch, doch dann antwortete Pamphaudus: Ich lasse es jetzt verschwinden. Er richtete seine Konzentration darauf, dass die Lichtkugel nicht mehr leuchtete, und in Sekundenschnelle war sie aus. Als die beiden den Abort wieder verließen, standen sie einer Schar verwirrt und entsetzt dreinblickender Gaukler entgegen. Aufhin Pamphaudus sprach: Was denn? Wir haben da drin nur zusammen etwas ausprobiert. Die Blicke wurden noch verwunderter und der Druide klärte Pamphaudus mit den Worten auf: Am besten, wir sagen jetzt nichts mehr. Wer weiß, was sie denken. Aber zur Erklärung für euch alle, wir haben nur eine Beschwörung ausprobiert. Ach, so nennt man das also.
Dann hoffe ich, dass ihr da drinnen keinen Stau beschwört habt, denn ich muss auch mal eine kleine Beschwörung durchführen. Rief ein kräftiger Kerl mit Glatze und lang, dunklem Schnurrbart witzelnd ein und gewann so einiges an Gelächter, während sich Pan Faulus und der Druide etwas beschämt setzten. Der starke Kerl ging zum Abort und als er die Tür geschlossen hatte, ging das Treiben wieder voran, als wäre nichts gewesen. Der Druide lehnte sich zu Pan Faulus, der am anderen Tischende saß und sprach: Macht euch nichts draus, so sind die Gaukler eben. Eine lustige Truppe, für jeden Witz offen und über alles witzelnd. Aber glaubt mir, in ganz Kriegeland werdet ihr keine fähigeren und teureren Gefährten finden. Dann solltet ihr euch eurem Begleiter freuen. Sobald euer Anführer wieder da ist, werde ich euch genau erklären, wie ich mir die Sonnenhütte vorstelle. Bis dahin, edler Kollege in den magischen Künsten, erzählt mir doch ein wenig von euch. So verging der Nachmittag und der Abend mit einem angeregten Gespräch der beiden, welche sich im Kurzen ihre Lebensgeschichte erzählten. Der Alte berichtete von seinen harten Lehrjahren als Druide und dass sein Krieg ihn zu den Gauklern verschlagen hatte, während Pan Faulus von seinen jüngsten Abenteuern und den Aufgaben erzählte. Am Abend kehrte der Anführer wieder, der tatsächlich eine Hütte gefunden hatte, die er mit den Druiden und Pan Faulus besichtigte. Sie erwies sich als ideal und erforderte nur noch einen kleinen Umbau in Form eines Kastens an der Decke, der die Lichtkugel nur in einen Radius, welcher der Hütte entsprach, Schein ließ, dass sie ihre Kraft auf den Bereich konzentrierte. Der nächste Tag wurde damit verbracht, die Hütte nach Pan Faulus Vorstellung umzuarbeiten, sodass er sie am Tag darauf stolz präsentieren konnte. Die Eröffnung der Sonnenhütte hatte er taktisch klug nach der Mittagsvorstellung der Gaukler angekündigt. Nach einer herzhaften Stunde des Lachens über die verschiedensten Witze und Possen der Gaukler und der Aufregung und Begeisterung über ihre Kunststücke, ernteten sie nicht nur den verdienten Applaus, sondern auch Bares. Als sich die Künstler verabschiedet hatten, trat der Sohn der Gaira auf das kleine Podest, was die Gaukler sich hatten für ihre Vorstellung anfertigen lassen, und sprach zu der erfreuten Menge, die sich durch das Gaukelspiel zusammengerottet hatte: Auch ich möchte mich bei den Gauklern für die erquickende Einlage bedanken. Doch sie sind nur ein Teil meines Konzeptes zur Freudenverbesserung. Liebe Bewohner Melanchonias, mir ist nicht entgangen, dass euch der ständige Regen nervt und ihr euch nach der Sonne sehnt, und ihr sollt sie haben. Mit diesen Worten deutete er auf die sich hinter ihm befindliche Sonnenhütte, vor der einen der Gaukler stand und auf Pan Faulus Fingerzeig hin die Tür öffnete, aus der ein warmes, ansehnliches Licht erstrahlte. Und der Blick zurück zu den Mienen der Leute bewies, dass sich bereits das Strahlen auf ihre Gemüter ausgestrahlt hatte, denn ihre Augen glühten vor Hoffnung und Erstaunen, sowie ihr Lächeln ebenso vor Freude strahlte. Nach einem kurzen Applaus bedankte sich der Faul mit einigen Verbeugungen und verkündete daraufhin: Gegen eine überaus geringe, ja fast schon symbolische Gebühr dürfen Sie die Hütte betreten und einfach mal Sonne tanken. Der gute Druide, den Sie im Inneren antreffen werden, wird Sie genauestens über die Öffnungszeiten sowie die Preise informieren. Ein Großteil der Leute konnte es kaum erwarten und stürmte regelrecht zu dem seltsamen neuen Gebäude. Es hätte wahrscheinlich einen Auflauf gegeben, wenn die Gaukler, die durch Pan Faulus Voraussicht genau auf eine solche Reaktion der Leute gefasst waren, nicht diskret, aber direkt für Ordnung gesorgt hätten. Warum habt ihr es für uns getan? Wer seid ihr eigentlich? Fragte einer der Bürger, der seine Neugier bezüglich der Sonnenhütte bremsen konnte, Pan Faulus verwundert. Dieser antwortete schlicht und in seiner weisen Art: Ich bin Pan Faulus, und mir wurde von den Göttern aufgetragen, euch zu helfen. Das ist der offizielle Grund. Doch nun, wo ich sehe, welch große Freude ich euch mit diesen Kleinigkeiten gebracht habe, so muss ich gestehen, dass dies ein größerer Lohn für mich ist, als die Befriedigung von göttlicher Willkür im Sinne von Bewältigung derer Aufgaben, die ihnen eigentlich zufallen, für die sie sich doch offenbar zu fein sind, sich selbst zu erledigen. Der Bewohner hatte zwar interessiert zugehört, jedoch verstummte er erst einmal nachdenklich ob solcher Worte. Offenbar war seine Auffassungsgabe nicht die schnellste, und er versuchte nun, durch geistiges Rezitieren der Worte, deren Sinn und Zusammenhang zu verstehen. Pan Faulus jedoch stieg von dem Podest herunter und begab sich zu der Sonnenhütte. Allerdings musste er sich nicht an der langen Schlange anstellen, um in die Hütte zu gelangen, denn er hatte in das Haus eine Hintertür einbauen lassen, welche er mittels eines einfachen Zaubers magisch verschlossen hielt und die sich nur dann öffnen ließ, wenn man das magische Codewort wusste.
Er stand an der Hintertür und flüsterte leise das magische Wort und konnte nun hineintreten. Als er sah, wie 10 der Bewohner friedvoll auf den Rücken lagen und das auf sie fallende Sonnenlicht genossen, sprach er glücklich zu dem in der Mitte befindlichen Druiden, der seine neue Arbeit offenbar sehr gern ausübte. Es scheint wirklich alles vortrefflich zu funktionieren. Oh ja, dank euch, ihr seid ein wahrer Held. Antwortete der Alte offen und ehrlich und beschämte Pamphaulus ein wenig mit dem Wort Held, welches er mit sich selbst nicht in Verbindung brachte, was er auch begründete. Oh nein, nein, zu viel der Ehre, wirklich. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein vom Schicksal durch Geburt glücklich Getroffener, der sich etwas vorschnell auf eine Wette eingelassen hat, die ihn eigentlich nicht viel angeht. Sag das nicht, edler Faun. Ihr habt diesen Menschen mehr geholfen, als ihr es euch vielleicht vorstellen könnt. Dank euch können sie wieder lachen und Lebensfreude empfinden. In gewisser Weise habt ihr ein ganzes Dorf gerettet. Beharrte der Alte freundlich. Das mag sein, aber meine Ziele und Ideale waren nicht heldenhaft. Ich tat es nicht um ihretwillen, sondern um den meinen, um die mir aufgetragenen Aufgaben zu erfüllen. Erwiderte Pamphaulus mahnend. Legt in euer Herz und sagt mir, ob dies wirklich wahr ist. Ist es wahrlich die Erfüllung der euch übertragenen Aufgabe, die euch ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Oder ist es nicht vielmehr das Gefühl, etwas Gutes getan und anderen geholfen zu haben? Fragte der Alte, woraufhin Pamphaulus still nickend ihm recht geben musste, weshalb der Alte fortfuhr. Jenen zu helfen, die selbst hilflos sind, dies ist heldenhaft. Wen interessiert die Belohnung der Helden? Wer spricht je von dieser? Nicht, was er bekommt, nicht, was er erduldet und geleistet hat, ist das, was den Menschen in Erinnerung bleibt, sondern das, was er bewirkt und für sie geleistet hat. Dies ist der Maßstab, an dem sich die Heldenhaftigkeit misst. Auch wenn mir eure Ausführungen logisch und richtig erscheinen, so kann nur mein Geist euch zustimmen. Mein Herz schlägt anders und treibt mich an, die Aufgaben zu erfüllen. Sei es auch nur darum, damit diese Bürde, die sich Pflicht nennt, endlich von mir fällt und wieder Raum für Freude da ist. Entgegnet Pamphaulus ernst. Der Druide nickte verständnisvoll und entgegnete. Nun dann kann ich euch nur Erfolg wünschen, junger Held. Eines Tages werdet ihr euch selbst auch als solcher sehen. Sollte eure Welt auch einmal finster werden, so wie es für Melanchonia vor eurer Ankunft hier war, dann solltet ihr hierher zurückkehren. Denn die Menschen werden euch nicht vergessen und euch sicher dabei helfen, eure Welt wieder Licht zu spenden, so wie ihr ihnen Licht gespendet habt, als sie in der Finsternis starbten. Habt Dank, dass ihr mir dabei geholfen habt. Vertraut in eure eigene Ansicht des Heldentums, dann werdet ihr euch wohl rückblickend auch als einen solchen erkennen müssen. Mit diesen Worten verabschiedete er sich winkend von den zurückwinkenden Druiden und trat aus der Hintertür heraus, um sich etwas fernab des Dorfes zu begeben und dort Luna zu rufen, die nach wenigen Minuten vor ihm erschien und ihn mit einem freundlichen Fuck you! Begrüßte. Tja, unsere Arbeit hier scheint getan. Lass uns schnell von hier wegfliegen. Zwar scheint nun in den Herzen der Leute die Sonne, aber leider ist der Himmel immer noch voller Wolken. Und ich habe dieses nasse Wetter satt. Er streichelte seine Begleiterin und setzte sich auf ihren Rücken, wobei er hinzufügte, warum Menschen immer über den Regen meckern, werde ich nie gänzlich verstehen. Ich meine, sie brauchen bloß mal kurz zu ihrem Kamin zu gehen und sich dort ein paar Minuten zu wärmen. Schon sind sie völlig trocken. Ich jedoch habe ein dickes Fell, zumindest abwärts meiner Hüfte, und brauche daher mehrere Stunden und ich beschwere mich nicht. Auf seinen sanften Klaps hin hob Luna ab und flog schnell aus dem Regengebiet hinaus. Und als sie endlich die lokale Wolkenmasse überwunden hatten und sich endlich wieder an einen, für Kriegerland typischen, fast wolkenlosen, mit Sonnenschein erfüllten, blauen Himmel befanden und Pamphaulus endlich wieder die wohltuende Wärme der Sonne verspürte, sprach dieser, Tja, damit wäre die Aufgabe mit Melanchonia abgehakt. Zeit, sich Aqualantis zu widmen. Er schaute sich um und sprach dann zu Luna. Meine Liebe, bitte fliege etwas langsamer, und zwar Richtung Süden. Wir müssen Ausschau nach etwas Dunklem im Wasser halten. Dort werde ich dann wohl erst einmal alleine weiter müssen.